Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Im letzten Part haben wir den Wald der Hoffnung vorerst abgeschlossen, indem wir das erstmal letzt zu erreichende Teil uns geholt haben, nämlich den Stoßdämpfer. Und jetzt geht es ins Zentrum des Waldes und ich habe im letzten Part schon versprochen, es wird etwas düsterer, etwas heftiger werden. Und ja, das ist ein krasser Umschwung von Strategie und Schwierigkeit, wie ich finde. Also diese Ebene, sie ist cool, aber sie ist schwer. Ein richtiger tougher Motherfucker. Ab ins Zentrum des Waldes. Hier wird es richtig deftig werden, aber allein die Musik ist sehr geil. Gönnt sie euch. Die Musik ist sehr geil, richtig, richtig so wüstenmäßig. Aber wo hat das überhaupt noch Relevanz zu dem Wald? Ich meine, guckt's euch an. Da, fuck. Nehmen wir mal 35. Normalerweise nehme ich immer gerade Zahlen, aber hey. Die Musik, ey. Damn. Du, du. Du, 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 du. Und hier sind sehr, sehr, sehr viele sprengbare Mauern. Mega ätzend. Und hier werden wir unsere letzten Pikmin finden. Ich werde versuchen, erstmal die Teile wegzumachen. Ach, die kann ich so noch gar nicht wegmachen, okay. Hier, macht erstmal das hier. Wir wollen ja ein bisschen hier ballern. So, dann macht erstmal die Mauer hier weg, so. Hier sind aber auch viele, die man nur mit Bomben sprengen kann. Das ist mega ätzend. Gleich sehr viel Nektar. Und man sieht schon, hier ist ziemlich viel Wasser. Die Pikmin, die wir suchen, sind da. Sehr schön. Hey, sag ich ja, manchmal reagieren sie einfach auf dein Pfeifen nicht. Hey, mit. So, und irgendwo ist auch gleich so ein Teil im Wasser drin. Ach nee, hier sind die Pikmin, die wir suchen. Da ist das Teil im Wasser. Okay. Und da ist eine rote Blume. Was die macht, das werde ich nicht demonstrieren, weil es in dem Teil noch nichts bringt. Wie gesagt, hier gibt es auch keine Enzyklopädie. Im zweiten Teil muss man die benutzen, damit man die in der Enzyklopädie aufnehmen kann. Wenn man dort einen Pikmin reinwirft, spuckt diese Blume halt ein Pikmin der Farbe aus, das, welches die Blume eben hat. Wenn man dort ein gelbes reinwirft, kommt ein rotes wieder raus. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Oh, guckt ihn euch an, Mann. Ein Schwabbelwabbel. Und das meine ich mit Viechern, die ja irgendwie seltsam aussehen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist ja auch egal. Hier haben wir einen kleinen Geysir. Da sind sie, die blauen Pikmin. Aber lassen wir sie noch in Ruhe. Ich will jetzt mich erstmal um den Gesellen hier kümmern. Komm her. Der tut euch keinen Schaden. Der rennt eigentlich nur vor euch weg. Okay. Verkackt. Egal. Jetzt rennt er wieder hier hin. Das ist das einzige Vieh, was euch, glaube ich, nicht angreift. Es will nämlich eigentlich nur Beute haben. Das Vieh, ja, wie gesagt, es will eure Beute haben. Und man kann ihn mit der Beute auch sehr gut locken. Und, na toll. Komm her. Und wenn man die Beute ihm wegnehmen will, dann zieht er halt da dran wie so ein kleines Kind. Voll witzig. Wo rennst du lang? Komm her. Oder man kann ihn halt eben nur so Schaden machen, indem man Pikmin auf ihn drauf wirft. Ich habe halt meine Pikmin verballert, ey. Oh, noch eins. So, seid ihr da noch gefangen? Natürlich seid ihr das. Gut. Boah, ey, was für Viecher hier sind, ne? Das ist so... Ich hasse diese Ecken, wo die Pikmin andauernd runterfallen können. Los, alle an die Wand quetschen. Da ist ja noch ein Gelber. Wo kommt der denn jetzt schon her? So, den Rest entlasse ich. Komm du her. So, sie haben es fertig gebaut. Jetzt ziehen sie sich darüber und holen uns dieses Zahnrad. Yeah. Yeah.
Nun habe ich mein automatisches Getriebe wieder. Dieses Ding tuckert auf seinem eigenen Weg dahin. Dabei erleichtert es mir das Fliegen ungemein und gibt mir die Möglichkeit, mich auf die wichtigen Dinge einer Raumreise zu konzentrieren. Was auch immer diese sind. Boah, bam, voll auf den Boden geknallt. Ey, manche haben ihre Blüten dadurch verloren. Wie assi ist das denn? Weil sie auf den Boden gefallen sind. Na egal. Wir haben unser erstes Teil, wir haben unser Soll damit erfüllt. Und wir haben ja gleich Nektar, welchen sie nuckeln können. Von daher keine Panik, Mann. Ach stimmt ja, die können ja hier nicht lang. Die müssen jetzt den extremst langen Weg gehen. Ah, ist ja nervig. Die müssen jetzt hier lang und dann da lang und dann überall lang. Egal, saugt erstmal hier ran rum. Ihr könnt mir schon mal eine Brücke bauen. Nektarelfe. Sehr schön, sie bauen die Brücke. Dann aktiviert ihr erstmal diesen Geysir. Gute Jungs. Dann können wir uns einfach... Das kann aber nur Uli mal benutzen. Boah, überall Mauern, ey. Können wir uns hochballern. Bäm, bäm. Zupft ihr mal hier ran rum. Der kleine Scheißer kommt da wieder, aber keine Sorge, der macht halt wie gesagt nichts. Der frisst eure Pikmin nicht, der läuft einfach nur durch die Gegend und versucht Beute zu finden. Wobei. Ah, sie haben gerade die Brücke fertig gebaut. Da freuen sie sich wieder, Käse strecken sich voll. Boah, das war anstrengend. Automatisches Getriebe, es ist von kleinen Rissen durchzogen. Ich habe versucht, diese mit Lehm auszufüllen. Ich hoffe, das reicht aus. 7 von 30 Teilen. Da freuen sie sich wieder an Keks. Kommt alle herbei, meine kleinen Minions. Greifen wir gemeinsam wieder diesen Keks an. Ja. Getroffen. Ja. Er hat keine Chance mehr. Und wir haben ihn besiegt. Ja. Und wir kriegen Folgendes. Sieh mal an, mein Levita-Reifen. Dieser Levita-Reifen ist für jeden Piloten, der sich als Weltraum-Nichtschwimmer erweist, lebensnotwendig. Und ebenfalls dieser Gegenstand ist einer der nicht notwendigen Teile, um das Spiel zu beenden. Gruselig, nicht wahr? Aber hey, wir haben ihn relativ chillig besiegen können. Kommt ihr mal her. Ich glaube mal, eigentlich haben wir jetzt relativ gute Arbeit geleistet. Zwei Teile in einem Part. Vielleicht kümmern wir uns jetzt um die blauen Pikmin und ihre Population für den Rest des Tages. So, ihr bringt den Reifen jetzt noch hin. Schababoing. Levita-Reifen, mein ausgezeichneter Schwimmer wie ich, hat eigentlich keinerlei Verwendung hierfür, aber mein Motto heißt immer mit dem Rechnen, mit dem man nicht rechnet. Ehrlich, gerade in Notfällen. 8 von 30 Teilen. Ja, geil! So, dann nuckelt einmal noch ein bisschen am Nektar rum. Haben wir alle? Sieht so aus. Sind irgendwelche runtergefallen? Irgendwelche Kadetten? Nee, habe ich ganz gut manövriert. Geil, geil, geil. Geil, was macht ihr denn da? Und alle wieder rein. Denn jetzt kümmere ich mich nur noch um die Blauen. Auf zu den Blauen! Seht sie euch an, wie majestätisch! Nee. Und ja, wir sehen es schon. Ihre Zwiebel und ihre Samen landen im Wasser. Kann es sein, sie sind wasserbeständig? Ja, diese Pikmin, sie können im Wasser laufen. Super mega geil. Er sieht so verwirrt aus. Es handelt sich um ein Pikmin in einer anderen Farbe. An seinen Wangen scheint es ein paar Kiemen zu haben. Das lässt vermuten, dass dieses Pikmin sich ohne Probleme im Wasser aufhalten kann. Es gibt nur einen Weg, das genau herauszufinden. Ich drücke H, um ein Pikmin zu halten, dann drücke ich B, um in dieser Farbe zu wechseln und ihm einen Befehl zu erteilen. Nein, du siehst, dass es im Wasser aushalten kann, also brauchst du es nicht nochmal testen. Egal. Population erstmal erhöhen.
Und theoretisch, jetzt haben wir nämlich alle Pikmin-Sorten, nachdem wir jetzt den dritten haben, könnten wir sogar zurück zum Wald der Hoffnung und zurück zur Absturzstelle und die erstmal vollständig machen. Aber ich glaube, ich bleib, obwohl, vielleicht wäre es sogar ganz schlau, wirklich jetzt erstmal zur Absturzstelle zu gehen, weil dort können wir extremst unsere Population erhöhen, also wirklich mega extremst. Ja, mach ruhig dein Ding, du hast ja eh jetzt genügend Zeit erstmal dafür. So, die zupfen wir auch schon mal. Also ich finde, die blauen gehören mitunter zu meinen Lieblings-Pikmin, weil die halt so vielseitig sind im Sinne, die können durch alles halt durch. Also, naja gut, durch alles, durch Wasser. Und Wasser ist halt oftmals ein Hindernis. Aber für die nicht. Na komm, trag doch einfach. So. Wie wir hier sehen, es gibt auch Feuer. Feuer. Und man kann sich ja denken, die roten Pikmin, sie sind rot. Ja, die roten Pikmin halten Feuer aus. Das ist ihr großer Vorteil. Och komm. Los, trag. So, dann haben wir die erstmal ein bisschen erhöht. So, dann haben wir jetzt 16 Stück von den blauen. 3 Stück sind ja da oben noch gelb. Na, kommt heraus, meine Babys. Meine Süßen. Und zacki-dack. Gut, mehr müssen wir hier erstmal nicht tun. Wir müssen noch ein bisschen mehr aber unsere Armee aufbauen. Deswegen ballern wir jetzt die Blumen hier ein. Toll, die sind alle darunter gefallen. Egal. Oh, die sind schon zu Knospen geworden. Praktisch. So. Na verdammt, er hat es erst getötet, als es... So, immerhin. Weil wenn wir nämlich eine Narbe einer falschen Farbe zu unserer Zwiebel bringen, kriegen wir nicht so viele Pikmin, als wenn es die der richtigen Farbe wären. Von denen kriegen wir jetzt nur einen statt zwei. Aber immerhin kriegen wir einen. Aber ja, so läuft das hier bei Pikmin. Die Farbe ist ja nicht ohne Grund da. Und diese Viecher sind so scheiße. Und diese noch beschissener, diese scheiß Fliegen, ey. Die Viecher können nämlich fliegen. Wie der Name schon... Naja, die heißen nicht fliegen, aber... Wie die Flügel schon zeigen, sie können fliegen. Die sind wie diese Würmer, die fressen ganz schön schnell. Habt ihr zwar nicht gesehen, weil ich sie mit Olima besiegt habe, aber sie sind halt doch schon sehr nervig. Da kam nur ein einzelner Samen raus. Wie bekümmerlich. Flop. Oh, komm du auch raus. Na komm. Yeah. Flop. Look at me. Diese Musik, ey. Bam. Und diese Viecher können Feuer speien. Das heißt, die sollte man eher mit den roten bekämpfen, wenn man unbedingt sie bekämpfen möchte. Weil mehr als Feuer speien können sie jetzt auch nicht. Und wenn man mit den roten da vorbeiträgt und sie einen anpusten, macht es den roten eigentlich nichts aus. Und solange man sie nicht angreift, machen sie auch eigentlich nicht mehr als Feuer zu speien. Und ja, wie gesagt, denn die roten laufen einfach vorbei und das interessiert sie nicht. Oh, was? Nur noch einer übrig? Komm her. Nektarelfe. Babatz! Yeah, Mann. Guter Wurfer. Hier, labe dich an deinem wohlverdientes Entgelt. Yeah! Ja, baut ihr mal das hier. Wie sie gleich hochklettern. Was macht ihr da? Ihr Tor. Ihr Tors? Tore? Keine Ahnung. Ach, hier kann ich mir mit Oli mal hochquetschen. Bam, bam. Schnell pflücken, bevor sie wieder zu Knospen oder so werden. Diese Entdeckung will ich gar nicht erst erleben. Ich glaube, es wäre wirklich ratsam, im nächsten Part gleich schon wieder zur Absturzstelle zu gehen, um diese erstmal abzuschließen. Würdet ihr mir da zustimmen? Ich weiß nicht, ob ihr das würdet. Würdet ihr? So, wir haben 19 Stück von den Blues. Blues Clues. Boah, wo würdet ihr die lang tragen? Finden wir es heraus. Ja, okay. Mach's halt so, wie du willst. Bro, absolut dein Ding. So, wo trägst du die lang? Du trägst sie auch auf dem sicheren Pfad entlang, weil wenn er da unten lang geht... Okay, kann er gar nicht. Die Brücke ist noch nicht fertig. Dann wäre es ein bisschen unpraktisch. Aber er tut's ja nicht. Sehr schön. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um.
Da unten hier, guckt euch diese ekligen roten Augen an. Habt ihr das Vieh gesehen, ey? Das meine ich mit den mutierten Viechern. Aber man sieht es ja auch schon an diesem feuerspeienden Rüsselfieder oder den Fliegen oder was auch immer. Dieses komische Vieh, was einfach nur durch die Gegend gerannt ist. Alles, hier sind so abgefuckte Monster. Aber es gibt hier noch zwei sehr abgefuckte Monster, wie ich finde. Das könnte man sogar als Boss bezeichnen. Eins davon auf jeden Fall. Das andere vielleicht so als Miniboss, aber das andere könnte man als Boss dieser Ebene bezeichnen. Das ist ziemlich heftig, das Vieh. Aber das werden wir irgendwann noch erst sehen. So, kommt herbei. Flop, flop. Ihr könnt jetzt alle wieder in eure Swabble. Bin zufrieden mit dem Tag. Zwei Teile, blaue Pikmin entdeckt, Population etwas erhöht. Läuft. Gleich geworfen. Hey, vor Freude. Den hätte ich fast durch die Wand geglitscht. Ob ich es noch schaffe, die in einen Nektarball reinzuballern? Oh, weiß ich nicht. Müsste aber eigentlich machbar sein. Ja, doch. Sehr schön. Ein Hoch auf diese Wege. Ah, labt euch. Labt euch, meine Kleinen. So. Okay. Boah, wie es hier voll dunkel wird, ey. Sehr schön. Der Tag war erfolgreich, würde ich sagen. Und im nächsten Part beenden wir die Absturzstelle. Sehr cool. Da hinten pumpt ihre blaue Zwiebel. Und jetzt wird unser Startfeld für immer vollständig sein. Denn jetzt ist das letzte leere Feld, wie sie jetzt dahin rennen. Erst wird sie ihre Zwiebel. Ich muss da hinten hin. Aber keine Sorge, sie finden schon den Weg. Solange sie bei uns im Team sind, alles gut. Und ab jetzt wird der letzte untere Punkt auch immer voll besetzt sein mit der blauen Zwiebel. Hey, wir haben ein gutes und ein nicht sinnvolles Teil bekommen in diesem Part. Und da ist ein Frosch oder so. Es ist Kermit nach seinem schlechten Tag. 6 Tage seit Absturz. Tief im Innern der Höhle, die ich im Wald entdeckt habe, fand ich blaue Pigment. Die blauen Gesellen haben Kiemähnliche Organe an ihren Wangen. Überhaupt scheinen sie amphibisch zu sein und können an Land und im Wasser leben. Die Wunder der Natur werden mich immer wieder erstaunen, auch an diesem Ort. Meinste, wir haben 0 verloren, yay! Und die Population ist gestiegen. Cool. Zwei Teile gefunden und wie gesagt, im nächsten Part einfach wieder back to the roots zur Absturzstelle und diese erstmal beenden. Und ich glaube mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zur Absturzstelle gehen. Ich werde, glaube ich, mindestens noch einmal zu dieser Absturzstelle gehen, nachdem wir sie vollständig haben. Wie gesagt, aus einem bestimmten Grund. Und dem werde ich euch im nächsten Part erklären. Der ist ziemlich praktisch. Aber erstmal bis dahin, Freunde. Tschüsselchen.